Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind Stefanie Torno und Florian Weißwanger. Heute sprechen wir mit Christiane Schmidt und Christine Karl von Contago über das Engagement ihres Unternehmens im Bereich klimaneutrale Logistik. Contago ist eines der großen Container-Logistik-Netzwerke in Europa mit Standorten in 6 Ländern, darunter Deutschland und Frankreich. Im November wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Transport- und Logistikwirtschaft ausgezeichnet. Contago konnte die Jury insbesondere mit seiner vorbildlichen Dekarbonisierungsstrategie überzeugen. Mit Christiane und Christine unterhalten wir uns heute über CO2-Einsparungen im Verkehrssektor und wie ihr Unternehmen beim Thema klimaneutrale Logistik vorangeht. Hallo Christiane, hallo Christine, schön, dass ihr da seid. Hier bei Betriebsgrün. Hallo zusammen. Hallo. Bevor wir uns näher über all die Aktivitäten eures Unternehmens im Bereich klimaneutrale Logistik austauschen, mögt ihr euch und Contago kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Gerne doch. Hallo, ich bin Christiane Schmidt. Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Contago. Unsere Abteilung nennt sich Sustainable Solutions. Hallo, ich bin Christine Karl, seit 2008 bei Contago und egal, was ich bei Contago bisher getan habe, ich konnte es immer unter dem Aspekt Nachhaltigkeit tun und das ist sehr wichtig. Ich habe auch die Abteilung Sustainable Solutions mit aufgebaut und bin da sehr aktiv. Und noch zu Contago, könnt ihr Contago noch mal kurz vorstellen? Was macht Contago konkret? Also wir führen Containerverkehre zwischen den Westhäfen, das sind Rotterdam und Antwerpen überwiegend und den anderen Nordseehäfen wie Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven und dem europäischen Hinterland durch. Vom Prinzip tun wir mit unserem starken Netzwerk, das aus 24 modernen Containerterminals besteht, eigenen Schiffs- und Bahnlinien und unserer eigenen LKW- beziehungsweise sogar inzwischen E-LKW-Flotte zum Teil, flexible und nachhaltige Transportlösungen im kombinierten Verkehr anbieten. Und wir sind irgendwie auch immer der Vorreiter in unserer Branche. Wunderbar, prima. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Dazu gleich anknüpfend eine Frage an dich, Christine. Nun organisiert Contago den sogenannten trimodalen Containerverkehr. Kannst du kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was es mit diesem trimodalen Verkehr auf sich hat? Also vom Prinzip hat jeder diese großen Seekontainerschiffe vor Augen. Und auf diesen großen Schiffen sind oftmals mehr als 15.000, mehr als 20.000, zum Teil sogar 23.000 Container, also auf dem Schiff. Und dann kommen diese Schiffe in den Seehäfen an, wie zum Beispiel Rotterdam oder wie Hamburg. Und dann werden viele dieser Container entladen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein LKW in der Regel einen Container transportieren könnte, wären da wahnsinnig viele LKW notwendig. Und wir fahren im Hauptlauf, das ist also die lange Strecke, mit Binnenschiff und Bahn. Und so ein Binnenschiff kann zum Teil 500, je nachdem manchmal sogar bis zu 800 Toy. Wenn das 20-Fuß-Container sind, sind das dann 500 beziehungsweise 800 Container und die Bahn kann so 80 bis 100 Toy mitnehmen und fahren ganz, ganz weit ins Hinterland, je nachdem, wo das benötigt wird, wo dann auch die Hinterland-Container-Terminals sind, die wir betreiben. Und dort werden dann die Container wiederum umgeschlagen auf den LKW, der die letzte Meile fährt. Das können 5 Kilometer sein, das können aber auch 20 Kilometer sein oder auch mal 150, je nachdem, wie weit so eine Entladestelle davon weg ist, dann fährt der Leercontainer wieder ins Container-Terminal. Dort steht er dann, bis er seine Exportreise antritt und dann funktioniert das genau andersherum. Das heißt, mit dem LKW wird der Container erstmal zur Beladestelle gebracht, dann fährt er wieder zum Terminal zurück und geht dann wieder in den Seehafen, wo er dann wieder seine weitere Reise antritt. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für diese Erklärung und Einordnung. Dazu gleich anschließend eine Frage. Was sind die zentralen Vorteile dieses kombinierten Verkehrs? Christiane, magst du da uns das näher vielleicht erklären? Der kombinierte Verkehr hat tatsächlich zahlreiche Vorteile. Wir können die Regionen vernetzen. Christine hat es ja gerade schon erklärt. Wir schaffen quasi Transporte ins Hinterland und schaffen es so ganze Regionen zu bündeln und die Güter der Region und auch Kooperationen über Landesgrenzen hinweg zu machen.
Der kombinierte Verkehr ist aber auch sehr planbar. Wir haben klare Fahrpläne, nach denen sich unsere Schiffe und unsere Züge bewegen und hat auch ein geringeres Risiko für Unfall oder Zugriffe. Was aber natürlich in diesem Kontext gerade wichtig ist, der kombinierte Verkehr entlastet natürlich enorm die Straße. Ein Schiff schafft es, dass hunderte Lkw nicht mehr auf der Straße fahren müssen und hat dadurch eine riesengroße Massenleistungsfähigkeit. Und das sorgt eben dafür, dass wir nicht nur weniger Lkw auf der Straße haben, sondern auch einen geringeren Flächenverbrauch, was im Kontext Klima natürlich wichtig ist, und auch weniger Luftschadstoffe emittieren. Der allergrößte Vorteil des kombinierten Verkehrs liegt aber natürlich auf der Hand. Indem wir so viel Transporte wegfallen lassen, schaffen wir es auch, eine riesige Menge an Emissionen einzusparen. Allein durch die Umstellung auf den kombinierten Verkehr sind das bis zu 63%. Mhm. Und dementsprechend würde dann auch eure Empfehlung sein, eher auf das Binnenschiff und die Bahn zu setzen, als zum Beispiel auf den Lkw? Selbstverständlich. Also wir reden ja immer von low-hanging fruits im Klimaschutzkontext. Und was gibt es Einfacheres, als umzustellen auf den kombinierten Verkehr und so schon mehr als 50% der Emissionen einzustellen? Da kann man natürlich mit keiner Lösung gegenhalten. Und fordern das auch dann auch die Kunden bei euch ein bezüglich dieser Klimaschutzaspekten, Stichwort Scope 3. Wie sind da die Erfahrungswerte? Wie ist da die Resonanz? Tatsächlich kriegen wir genau die Resonanz. Der kombinierte Verkehr hat ja auch noch zahlreiche andere Vorteile, aber vor allem, um Emissionen einzusparen, ist das Ganze natürlich ein riesengroßer Vorteil, wie ich sogar schon ohne andere technologische Lösung Emissionen einsparen kann. Und genau das ist einer der großen Gründe, warum unsere Kunden mit uns zusammenarbeiten. Jetzt hast du schon die Emissionseinsparung angesprochen. Ihr habt 2020 760.700 Tonnen CO2 eingespart, dadurch, dass ihr Bahn- und Binnenschiffe genutzt habt für den Transport. Wo konkret nehmt ihr denn aber bei Bahn- und Binnenschiffen Maßnahmen vor? Die sind ja auch nicht unbedingt CO2-neutral. Wie sehen da eure Anstrengungen aus? Wir ruhen uns natürlich jetzt nicht auf den Emissionseinsparungen durch die Umstellung auf kombinierten Verkehr aus, sondern wir führen noch zahlreiche Maßnahmen ein, um eben die anderen 47% auch noch zu reduzieren, beziehungsweise bis 45 dann gänzlich zu vermeiden. Bei der Bahn ist es im ersten Moment relativ einfach. Die fährt zum größten Teil unter Oberleitung. Hier gilt es natürlich, auf Ökostrom umzustellen, was wir auch schon teilweise haben für unsere Bahnrelation. Aber auch die letzte Meile muss man natürlich bedenken, also vom Güterbahnhof in unsere Containerterminals hinein. Hier überprüfen wir zum Beispiel bei allen unseren Terminals Schwungeinfahrten, also dass der Zug wirklich mit ganz viel Schwung ins Terminal einfährt und so keine Diesellok mehr vorspannen muss. Im Binnenschiffsbereich sind wir gerade mit dem Test von 3 neuen Binnenschiffen, neuem Antriebskonzept im Anlauf. Die Schiffe werden nächstes Jahr in Betrieb gehen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier auf Tests setzen, weil die Schiffe häufig Familienunternehmen gehören. Und wenn wir denen eine Empfehlung zur Dekarbonisierung geben wollen, dann müssen wir natürlich hier einen fundierten Test vorher gestartet haben. Das neue Konzept, das setzt dabei auf Elektromotoren im Gegensatz zu den Verbrennungsmotoren, die heutzutage verbaut werden, wodurch wir eine viel höhere Effizienz im Schiff erreichen. Und der Strom für die Elektromotoren, der kann dann ganz modular gewählt werden. Aktuell testen wir in dem Kontext verschiedene Antriebstechnologien, unter anderem dabei auch die Batterie und die Wasserstoffbrennstoffzelle. Dann kann unser Schiff, wenn es dann mit dem Strom fährt, also total komplett mit Batterie und Brennstoffzelle fahren, wodurch wir natürlich eine riesige Menge an weiteren Emissionen einsparen können in dem Kontext. Und wenn der Wasserstoff einmal leer ist, dann kann man den einfach in Containerform ganz normal wie jeden anderen Container umschlagen und so austauschen. Und der Tankprozess ist dadurch richtig schnell. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Wir fahren jetzt mit 48 Schiffen bis 2045. Durch die Umstellung auf den kombinierten Verkehr, die wir für den Klimaschutz brauchen, werden es bis zu 70 Schiffe sein. Diese Verlagerung müssen wir erstmal stemmen, aber durch die Massenleistungsfähigkeit schaffen wir es so auch, mehr als 16.000 Lkw von der Straße zu holen. Kommt Wasserstoff bei euch auch noch in anderen Bereichen zum Einsatz, also gerade auch mit Bezug auf grünen Wasserstoff? Die Schiffe werden sowieso ausschließlich nur mit grünem Wasserstoff fahren. Letztendlich sind wir aber ganz technologieoffen als Contago. Im Nahverkehr eignet sich zwar der E-Lkw bei uns am besten. Auf der Fernverkehrsstrecke werden wir aber natürlich auch mit Wasserstoff testen, beziehungsweise im Binnenschiffsbereich auch Wasserstoff in anderen Formen, zum Beispiel in Form von Ammoniak oder Methanol, zukünftig sicherlich testen.
um hier die beste Antriebstechnologie für uns zu identifizieren. Oder gegebenenfalls auch für unsere Bahn, für die letzte Meile oder sogar im Terminal-Kontext, die Umschlagsgeräte, mit denen wir die Container bewegen, die noch nicht auf Strom laufen, bietet sich vielleicht auch an, diese auf Wasserstoff umzustellen. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren großen gesellschaftlichen Thema, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Die Bahn bzw. das Binnenschiff hat ja da so ein bisschen den Vorteil, dass man ja im Gegensatz zu einem LKW, wo man ja mindestens einen Fahrer braucht, ja einfach den Vorteil bietet in Bezug auf Fachkräftemangel. Christine, kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Vorteile eingehen bezüglich des Themas Fachkräftemangel und auch was ihr für Erfahrungen damit schon gesammelt habt? Fachkräftemangel ist natürlich leider auch in unserer Branche ein ganz, ganz großes Thema. Das macht auch nicht vor Schiffsführern und Lokführern halt. Ich glaube, jeder kennt das ja auch, ne? wenn er privat mit der Bahn unterwegs ist, dass es dann heißt, ja, wir warten auf den nächsten Lokführer. Und das tun unsere Züge zum Teil auch. Und bei den Schiffen ist es auch so, dass nicht nur ein Schiffsführer vom Prinzip 24 Stunden an 7 Tagen unterwegs ist. Das würde auch gar nicht funktionieren. Die haben auch unterschiedliche Patente, wo und auf welchen Stellen die auf dem Rhein zum Beispiel fahren können. Allerdings sind die Binnenschiffe, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Teil schon ganz, ganz lang unsere Partner, also zum Teil tatsächlich schon 20, 30 Jahre, dass wir mit den gleichen Schiffern unterwegs sind. Und wie Christiane schon sagt, das sind ja auch Familienunternehmen und die sind dann natürlich auch sehr daran, da entsprechend Nachwuchs zu finden. Aber einfach ist dieses Thema tatsächlich auch nicht. Und wenn wir dann jetzt mal auf die letzte Meile kommen, da haben wir auch ja einen LKW-Fahrer pro Container vom Prinzip. Also auch da ist eine hohe Menge an LKW-Fahrerinnen und Fahrern benötigt. Insgesamt sind in unserer Flotte aktuell um die 1000 LKW. Das bedeutet, wir haben auch um die 1000 LKW-Fahrerinnen und Fahrer. Und da kann man jetzt wieder sagen, da bietet natürlich der kombinierte Verkehr wiederum einen großen Vorteil, weil die Fahrerinnen und Fahrer sind abends, wie wir alle, zu Hause. Die haben ihr ganz normales Zuhause und gehen morgens auf die Arbeit und kommen abends wieder nach Hause. Und das haben ja im Fernverkehrsfahrerinnen und Fahrer nicht in dieser Form. Und dann haben wir natürlich auch noch ein weiteres Attraktivitätspotenzial dadurch, dass wir E-Lkw einsetzen. Und diese E-Lkw selbst ziehen natürlich auch oder sie geben unseren Fahrerinnen und Fahrern die Möglichkeit, das Transportmittel als solches noch besser zu finden. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Für den trimodalen Containerverkehr nutzt ihr unter anderem auch E-LKWs. In dem Bereich seid ihr Vorreiter. So war euer Unternehmen ja auch das erste in Europa, das schwere E-LKWs für den Transport von Containern einsetzt. Seit wann setzt ihr sie denn ein und wie viele E-LKW habt ihr in der Flotte? Ja, also wie du schon sagtest, das ist tatsächlich jetzt inzwischen schon recht lang. Seit 2017, 2018 beschäftigen wir uns sehr intensiv mit diesem Thema, wie wir die LKW da auf Elektro-LKW umstellen können. Am Anfang konnten wir da lang gucken. Da waren einfach sehr, sehr wenige Anbieter auf dem Markt. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, im Jahr 2019 die ersten schweren E-LKW in Betrieb zu nehmen von der Firma DAF. Und kurz darauf von der Firma E-Force. Das heißt, wir sind mit 4 schweren E-Lkw seit 2019, 2020 unterwegs, sammeln seitdem auch wirklich praktische Erfahrungen und können uns dadurch tatsächlich kontinuierlich weiterentwickeln. Wir haben die Flotte auch im Jahr 2020 durch einen Oberleitungs-Hybrid-Lkw ergänzen können, der seinen Strom aus der Oberleitung dann nutzt, um die Batterie zu laden. Ein total tolles zusätzliches Ladekonzept. Und wir werden jetzt bis Ende nächsten Jahres mehr als 90 E-Lkw auf der Straße haben. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht sogar noch ergänzend, wenn ich sage seit 2019, vom Prinzip fahren wir ja seit dem ersten gefahrenen E-Kilometer sozusagen mit viel, viel weniger CO2-Emissionen durch die Gegend. Und inzwischen haben unsere LKW auch mehr als 1 Million Kilometer elektrisch zurückgelegt. Und wenn man das jetzt wiederum umrechnet in Emissionen, haben wir dadurch schon über 900 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Respekt. Jetzt kenne ich tatsächlich nur die E-Auto-Debatte, also im Pkw-Bereich, aber da ist das Thema Gewicht natürlich auch ein Thema. Von daher so ein bisschen auch die Frage jetzt bei schweren E-LKWs,
Was sind denn die Vorteile und was sind die Nachteile beim Transport mit E-LKWs? Könnt ihr da vielleicht auch ein bisschen auf eure Learnings eingehen? Klar. Also das Gewicht, was du jetzt angesprochen hast, das ist ein ganz wichtiges Thema, unbestritten. Wir im kombinierten Verkehr können mit 44 Tonnen fahren. Das liegt daran, dass wir immer den Container noch zusätzlich mit dabei haben. Und so ein 20-Fuß-Container wiegt so rund 2 Tonnen und ein 40-Fuß-Container wiegt 4 Tonnen. Deswegen dürfen wir auch diese 4 Tonnen mehr grundsätzlich fahren. Und wenn wir jetzt natürlich noch die Batterien dabei haben, die jetzt, wo die im LKW auch eine wirklich super Reichweite haben, dass das völlig ausreichend für uns ist, entsprechend schwer sind. Allerdings, wenn man sich jetzt einen 40-Fuß-Container vorstellt, da sind in der Regel ganz viele leichte, voluminöse Sachen drin. Ne? In den 20-Fuß-Containern wiederum sind eher die schweren Sachen drin, ne? Wie Chemikalien oder so etwas. Das heißt, bei den 44 Tonnen mit einem 40-Fuß hat man in der Regel ja nie die volle Gewichtsauslastung. Und insofern können wir diese 2 Tonnen mehr, was momentan so eine Batterie wiegt, noch sehr gut mit einfach so unterbringen. Wenn wir jetzt mit den neuen LKW an die Gewichtsobergrenze gehen, wäre es natürlich schon total super, wenn durch dieses neue EU-Gesetz, diese Weight and Dimension Directive, dann weitere 4 Tonnen im kombinierten Verkehr genehmigt werden. Dann können wir sozusagen mit 48 Tonnen aber auch wirklich alles fahren. Also dann haben wir da keinerlei Einschränkungen mehr. Ansonsten werden wir mal schauen. Momentan können wir die LKW allerdings uneingeschränkt sozusagen einsetzen. Und weitere Vorteile, wenn wir jetzt mal an die Fahrerinnen und Fahrer denken, ist natürlich auch, dass sie jetzt plötzlich einen relativ leisen Arbeitsplatz als solches haben. Und wenn man so aussteigt, die Dieseldämpfe kennt man ja ziemlich gut, die einen so umwabern. Das ist bei den LKW nicht mehr. Natürlich bei den LKW um die herum schon noch, ne? Also das wird sich erst zukünftig, wenn mehr von den E-LKW dann unterwegs sein werden, insgesamt verbessern. Aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist, dass die Fahrer plötzlich wieder einen viel größeren Einbezug in das ganze Transportrouting bekommen. Denn normalerweise, wenn man mit einem Diesel-LKW fährt, dann bekommt man seine Tour zugeteilt und dann fährt man. So. Und wenn jetzt der E-LKW ist, dann werden die Fahrer tatsächlich gefragt, macht das Sinn? Schaffen wir das so wie angedacht? Und der Fahrer darf sich einbringen, seine Erfahrungen mit einbringen und fühlt sich dadurch wertgeschätzt, was ich einen wirklich sehr, sehr tollen Nebeneffekt davon finde. Weil ich meine, jeder, der eine bestimmte Wertschätzung erhält, macht seine Arbeit ja auch noch lieber. Genau. Ja, aber einer der weiteren Herausforderungen ist natürlich dabei auch das Thema Ladeinfrastruktur. Wir haben jetzt unsere eigene Ladeinfrastruktur. Das heißt, die Fahrer haben damit keine größeren Aufenthalte und Probleme, weil wenn die abends zurückkommen, stecken die ihren Stecker ein und fahren am nächsten Morgen los. Selbst falls der Ladeprozess mal nicht geklappt hat, was ganz selten vorkommt, aber trotzdem vorkommt, wird dann eben eine Lösung gesucht, dann ist es ja eher für den Disponenten stressig, weil der ja den LKW schon für eine Route eingeplant hat. Wenn wir jetzt an den Fernverkehr denken, wir haben auch die ersten LKW, die wir im Fernverkehr einsetzen, dann bedarf es natürlich auch Fahrer, die Spaß an diesem Thema haben. Ne? Und dann stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie früher die Fahrer, die waren ja auch eher abenteuerlich unterwegs. Und das ist jetzt vielleicht auch schon noch ein bisschen abenteuerlich, wenn man nicht genau weiß, wo kann ich jetzt mit meinem LKW laden? Weil es gibt ganz, ganz viele PKW-Lade, die man auch als LKW nutzen kann. Nur man braucht natürlich ein bisschen Platz, ne, um sein Riesengefährt da auch abzustellen. Das sind auf jeden Fall Herausforderungen, über die wir noch sprechen werden müssen. Was würdet ihr den anderen Transportunternehmen empfehlen, die sich jetzt nicht abschrecken lassen, sondern die zukünftig jetzt auch gerne den Transport mittels Elektromobilität im LKW-Segment setzen wollen? Ich hoffe, wir schrecken nicht ab, sondern wir ermutigen, weil bei uns läuft das ja sehr gut und unseren Fahrern macht das auch Spaß und wir sparen wahnsinnig viele Emissionen dabei ein, was insgesamt für unsere Branche ja von enormer Wichtigkeit ist. Aber vom Prinzip als allererstes das Thema Ladeinfrastruktur klären für sich, kann man bei sich selbst, dann fragt man einfach seinen Haus- und Hofelektriker, was kann ich machen? Oftmals reicht nämlich auch für den Anfang ein mobiler Zwischenlader, der dann über Nacht den LKW wieder auflädt. Mag man nicht glauben, ne? Beim PKW funktioniert das super, funktioniert auch beim LKW mit den großen Batterien.
Und wenn man dann natürlich in die Menge geht und skaliert, dann ist es wichtig, dass man das Ladeinfrastrukturthema ordentlich durchdenkt. Und wenn man bei sich selbst nicht die Möglichkeiten hat, dass man dann eben schaut, wo kann ich in der Fläche das mit dem Laden hinbekommen? Und wenn man dieses Thema einmal für sich geklärt hat, dann soll man einfach anfangen. Ja, prima. Vielen Dank für diese tollen und sehr informativen Einblicke. Jetzt habe ich noch eine allgemeine Frage, nämlich zum Einfluss bezüglich eures Engagements in Sachen Klimaschutz. Also welchen Einfluss hat das auf die Gewinnung von Kundinnen, Fachkräften und GeschäftspartnerInnen? Also insbesondere würde ich jetzt mal auf das Thema Kunden eingehen, denn da interessanterweise können wir sagen, funktioniert dieses Konzept. Ne? Nachhaltigkeit war ja eigentlich immer so ein Nebeneffekt. Nice to have, aber es darf ja nicht mehr kosten. Das funktioniert bei E-Mobilität nicht. Denn wenn man da sagt, das darf nicht mehr kosten, das gibt's einfach nicht zum Nulltarif. Und darum sollte sich jeder bewusst sein, das sind wahnsinnig hohe Investitionen, die man trotz der Fördergelder, die es bis jetzt gab, zu machen hat. Das ist also wirklich kein Spaß. Und deswegen wird es das einfach, also braucht diese Dienstleistung einen zusätzlichen finanziellen Anreiz, damit wir das auch wirklich für unsere Kunden machen können. Und es ist so, dass die Kunden bereit sind, dafür mehr Geld zu bezahlen. Und wir gehen davon aus, dass es daran liegt, dass es kein Greenwashing ist, ne? Also man hat den E-LKW, man hat tatsächlich diese neue, andere Technologie. Jedem ist bewusst, das kostet mehr. Wir haben auch dieses Jahr horrende Strompreise. Das macht keinen Spaß. Nächstes Jahr wird es wieder hoffentlich ein bisschen besser, weil wir günstigere Strompreise haben. Aber das sind ganz, ganz viele Dinge, die damit hineinspielen. Das Wichtige ist, dass man den Markt, also jetzt nicht nur den Kunden, sondern eben wirklich auch den Fachkräften, die sich für einen interessieren, den Geschäftspartnern zeigt, dass man handelt und wir handeln schon sehr, sehr lang. Und wir wollen auch andere motivieren, genau das Gleiche zu tun. Mhm. Prima. Und was kennzeichnet betrieblichen Klimaschutz bei euch im Unternehmen ganz allgemein? Ganz allgemein kann man natürlich dazu sagen, dass Nachhaltigkeit viel mehr ist als einfach ein paar Elektro-Lkw anschaffen und ein paar Binnenschiffe umzustellen, auch wenn das natürlich schon eine riesige Herausforderung ist. Nachhaltigkeit heißt viel mehr, dass wir uns an die neuen Herausforderungen anpassen, sei es jetzt von regulatorischer Seite, sei es der Klimawandel, der ja da ist, wo wir uns anpassen müssen. Aber es bietet eben auch eine riesengroße Chance. Wir haben Chance, uns Wettbewerbsvorteile an der Stelle zu sichern und uns zukunftsfähig aufzustellen, denn wir werden in Zukunft nicht mehr mit den Diesel-Lkw fahren können an der Stelle. Vor allem, und das ist aber auch das Wichtigste, ist Nachhaltigkeit ein Menschenthema. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Partner davon überzeugen, dass wir den richtigen Weg gehen. Sie motivieren, sie mitnehmen, sie abholen, auch Widerstände an der Stelle abbauen, sodass wir letztendlich den Weg gemeinsam gehen können. Denn als zwei Personen in der Nachhaltigkeitsabteilung kann man diese Herausforderung gar nicht stemmen, sondern man braucht alle hinter sich. Und nicht nur das Management, sondern ich brauche auch die Kollegen an unseren Terminals, die E-Lkw laden müssen hinter mir. Ich brauche die Fahrerinnen und Fahrer, die davon überzeugt werden wollen. Ich brauche die Disponentinnen und Disponenten, die jetzt andere Tourenplanungen machen müssen. Und so sind dann ruckzuck alle im Unternehmen eigentlich gefragt, von den Salespersonen bis den Personen, die sich eben darum kümmern, dass alles bei uns läuft. Und die muss ich alle mitnehmen. Und das ist Nachhaltigkeit. Prima, klingt gut. Was mich jetzt sehr interessieren würde, ist, wie ihr diese Erkenntnisse in eure Strategie integriert. Also wie geht ihr bei der Umsetzung, der Integration, der Optimierung weiter vor? Wir haben uns tatsächlich einen ganz klaren Plan gemacht und der Plan sagt ganz klar, okay, wir stehen heute hier, wir haben heute diese und jene Fahrzeuge unterwegs, eine gewisse Anzahl. Und im ersten Schritt gilt es jetzt darum, wenn wir als Deutschland oder auch als Europa die Klimaziele erreichen müssen, müssen wir Transporte verlagern auf den kombinierten Verkehr. Anders wird das nicht erreichbar sein. 50% können wir durch Technologieumstellung schaffen. 50% muss schlichtweg eine Transportverlagerung sein. Demnach müssen wir als Contago mit einem enormen Mengenwachstum rechnen, um eben diese Klimaziele zu schaffen. Und dann haben wir uns im zweiten Schritt überlegt, okay, dieses Mengenwachstum, was heißt das eigentlich für unsere Transportmittel und wann müssen wir eigentlich wie viel umgestellt haben, um mit wissenschaftlichen Klimazielen konform zu sein? Daraus ergibt sich dann ein ganz klarer Plan, aber eine Strategie zu haben ist natürlich das eine, die Strategie umzusetzen
ist eine ganz andere Sache. Und jetzt geht es nämlich daran, das runterzubrechen auf Jahresziele beziehungsweise 3 bis 4 Jahresziele und dann in den Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen zu gehen, alle mit einzubinden. Wir werden hier mit Workshops arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen und hier wirklich vor Ort und mit den Expertinnen und Experten sprechen, wie wir denn diese Anzahl an umzustellenden Sachen hinbekommen. Und da geht es eben darum, dass wir auch verschiedene Level haben. Zum Beispiel beim E-Lkw können wir jetzt natürlich einen gewissen Teil selbst an Ladeinfrastruktur aufbauen bei uns. Aber was ist eigentlich der nächste Schritt? Dann geht es darum, Kundinnen und Kunden, Verlader und Verladerinnen mit zu motivieren, dort Ladeinfrastruktur aufzubauen, externe Flächen zu identifizieren, in den Dialog zu gehen, auch mit den Häfen, aber auch mit der Politik. Und all das will für die Umsetzung unserer Strategie mit bedacht werden. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Feedback bei den eigenen Leuten. Wie fällt das bei euren Kolleginnen und Kollegen bezüglich des Engagements in Sachen Klimaschutz von Contago aus? Magst du, Christine, vielleicht hier kurz berichten? Klar, na, wir machen das ja nicht erst, seit es dazugehört, ne, seit jeder ein bisschen Nachhaltigkeit macht, sondern wir haben das Thema in unsere Unternehmens-DNA von Anfang an. Christiane hat das ja auch schön beschrieben, durch den kombinierten Verkehr und durch kontinuierliche Weiterverbesserungen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind tatsächlich stolz auf unsere Errungenschaften, was wir erzielen. Na, und selbst wenn jetzt Christiane und ich hier viel darüber erzählen, was wir im Bereich Nachhaltigkeit alles tun, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die diese Dinge anpacken und die es umsetzen. Na, wir reden, wir haben die Ideen und die machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und bestimmt verdrehen die auch öfter mal die Augen, wenn wir wieder mit unseren verrückten Ideen um die Ecke kommen, ne? Aber vom Prinzip haben bei uns alle die Freiheit, solche Dinge eben auch zu tun, es zu machen. Und es ist von jeder Seite tatsächlich auch gewünscht. Ihr habt es zwar schon in euren Antworten schon mal angesprochen, ich möchte aber nochmal spezifisch nachfragen, woran merkt ihr denn konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz für Contago auszahlt? Ja, die Umsetzung zeigt es doch vom Prinzip. Also uns ist durchaus bewusst, ne, dass dieser Weg bis zu weitgehend Null Emissionen noch sehr weit ist. Ne? Also gerade für Transportunternehmen ist das alles andere als einfach. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir das gemeinsam auch schaffen werden. Dann stelle ich euch beiden jetzt die allerletzte Frage. Vielleicht möchtest du, Christiane, einfach damit anfangen und Christine kann da gerne ergänzen. Welchen Tipp möchtet ihr den Unternehmen allgemein mit auf den Weg geben, die über die Einführung eines klimaneutralen Logistikansatzes nachdenken? Im ersten Schritt natürlich einmal sich alle seine Transporte anzuschauen, zu analysieren und zu überlegen, wo kann ich überhaupt Transporte umstellen? Sind meine Transporte eigentlich alle so eilig? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, auf ein Containerterminal in der Nähe zuzugehen und dort mal zu schauen, ob man nicht gemeinsam was Richtung kombinierten Verkehr umstellen kann, vielleicht sogar auch eine eigene Bahnstrecke gemeinsam mit anderen Unternehmen der Region zu etablieren an der Stelle? Also da wirklich gemeinsam in die Analyse zu gehen und zu schauen, okay, wo bin ich vielleicht gerade zu engstirnig unterwegs und wo bietet es sich vielleicht doch an, einfach mal eine Alternative auszuprobieren. Ja, und letztlich, ich hatte es ja schon gesagt, steht und fällt das mit dem Thema Mensch, der Zusammenarbeit im Unternehmen, aber auch weit über den Unternehmensrand hinaus mit allen Stakeholdern. Ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Was mir immer wichtig ist, jeder sollte versuchen, für sich irgend so ein paar Lieblingsprojekte zu identifizieren, die einem Spaß machen. Denn mit Spaß kann man solche Sachen auch viel, viel besser in die Breite bringen und diesen Prozess eben aufnehmen. Also ich glaube, und jeder hat irgendwelche Projekte, wo man mit Herzblut oder wo irgendein Kollege mit Herzblut daran ist. Und dann hat man auch gute Best-Practice-Beispiele und mit guten Best-Practice-Beispielen kann man dann auch super wiederum in die Breite gehen. Das finde ich auch. Also Spaß mit diesen Unternehmungen zu haben, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Danke euch beiden für eure Einblicke. Einmal in den trimodalen Containerverkehr war mir persönlich zumindest noch nicht so ein Begriff. Von daher vielen Dank dafür und natürlich auch, welche alternativen Antriebe ihr nutzt, um die nachhaltige Mobilität voranzutreiben. Christiane hat es ja eben auch sehr schön gesagt, ihr stellt euch jetzt schon sehr zukunftsfähig auf. Und wir hoffen, dass das einige Hörerinnen und Hörer auch inspiriert, selber auch aktiv zu werden. Von daher herzlichen Dank euch beiden. Ja, wir danken auch und wir hoffen, dass wir viele Nachahmer finden.
Das hoffe ich auch. Das war's dann auch schon wieder für heute. Und wir freuen uns dann natürlich auch wieder auf die Hörerinnen und Hörer, die beim nächsten Mal einschalten. Und bis dahin wünschen wir Ihnen und euch eine gute Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.